Leute, heute beginnt für mich ein neues Kapitel in meinem Leben. Ich habe mein Minecraft gestartet, aber ich habe nur einen einzigen Server. Drei Leute sind drauf, aber ich war noch nie auf diesem Server, Leute. Ich bin ein bisschen aufgeregt, Leute, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mich heute richtig schick gemacht, Alter. Ich habe mich richtig rausgeputzt. Bin gespannt. Ich joine jetzt zum allerersten Mal drauf. Oh mein Gott, Leute. Wir sind jetzt auf der YouTuber-Insel. Oh, Leute, das ist so aufregend hier. Also, ich sehe gar nicht, wann ich jetzt rede und wann nicht, ehrlich gesagt. Weil normalerweise hat man da so ein Mikrofon, was dann das anzeigt. Hier ist ein fahrender Händler schon mal. Hier ist das neue Biom. Ich baue jetzt den Block von dem... Mein ersten Block baue ich hier jetzt ab. Und Leute, ich kenne mich hier wirklich gar nicht aus. Ich weiß gar nichts. Ich weiß nur, dass Candy hier irgendwo ist. Also, jetzt gerade nicht. Jetzt sind die drei da. Oh, wow. Items, Alter. Ja, will ich nicht direkt anfangen, dass ich irgendwen beklaue. Ich baue das hier alles selber ab. Jetzt. Oh, Leute, jetzt sehe ich auch, wann ich rede. Okay, jetzt habe ich es richtig drauf, Alter. Ich mute mich mal lieber. Nur so mute nicht, dass mir irgendwer Hallo sagt. Oder muss ich Hallo sagen? Aber was, wenn ich die Leute störe? Oh mein Gott, Leute. Also, wir beginnen hier erstmal mit clean, ganz normalen Minecraft. Einfach Sachen abbauen. Einfach hier starten. Hier hat jemand ein A gebaut. Und jetzt muss ich mich aber ehrlich mal hier ein bisschen zurechtfinden. Also hier gibt es auf jeden Fall angefangene Häuser. Die wurden aber scheinbar direkt wieder eingestampft. Hier ist auch eine Kiste. Oder die wurden... Candys Haus und Flauschi. Boah, das wurde anders gesprengt. Und das ist die Insel, Leute. Schön blaues Wasser, Alter. Oha, was ist denn da drüben? Ein riesiger Turm. Leute, wir müssen hier erstmal mit cleanem Minecraft hier anfangen. Ganz clean und classic, so wie man es kennt. Wir haben leider hier gerade nichts zu essen. Das könnte vielleicht noch problematisch werden. Vielleicht machen wir auf Low-Basis machen wir einfach ein Weizenfeld. Oh, Leute, ich bin so schlecht in sozialen Interaktionen. Ich glaube, ich muss Hallo sagen. Hallo. Oh, das wirkt doch nett mit dem Smiley. Jawohl, Leute. Oh, willkommen, Alter. Ich werde direkt willkommen geheißen. Boah, krass, Alter. Aber wo ist hier die City, man? Ich frage mich hier, wo die City ist. Gibt es hier schon eine City, Alter? Geht hier schon was ab? Gehe ich gerade in die falsche Richtung? Also, diese Richtung mag ich eigentlich. Hier sind so schön viele Bäume. Hier kann ich Sachen abbauen. Warum baue ich die ganze Zeit eigentlich Sachen mit der Hand ab? Ich weiß doch, wie Minecraft funktioniert. Ich bin richtig doof. Bin ein bisschen nervös, Leute. Okay, hier hat jemand was gebaut. Ich dachte, ich könnte hier in diese Höhle hier reingehen. Könnte ich vielleicht mal ein bisschen Steintools craften und so. So, wir nehmen uns hier mal Eiche. Bam, bam. Und dann craften wir uns hier mal eine Spitze. Wow. Hier hat sich jemand richtig ausgelebt. Alter, ich gebe richtig Gas hier. Steinzeit, Instant. YouTuber-Insel, Speedrun. Boah, Leute, es freut mich so heftig, dass ich hier auf die YouTuber-Insel darf. Vielen lieben Dank an alle Leute hier aus dem Projekt. Jetzt habe ich schon mal eine Spitzhacke. Und jetzt mache ich auch direkt eine Axt. Weil PvP ist hier ausdrücklich erlaubt, Leute. Es könnte jeden Moment soweit sein, dass wir ausgeraubt werden mit unseren krassen Materialien. Ich frage mich auch, wie die anderen alle rumlaufen. Haben die alle schon Full Netherite? Haben die auch gar nichts? Weil ich sehe hier wirklich gar nichts. Oh, Blackjack hat auch geschrieben, willkommen auf der Insel. Okay, hier könnte sein, dass wir hier vielleicht ein bisschen Eisen oder so finden, wenn sich hier niemand reingebaut hat. Oh ja, wir haben hier direkt ein bisschen Eisen. Ist doch okay. Okay, hier sind auch direkt ein paar Creeper. Entschuldige mal, bitte geh mal weg. Ah, da ist ein Zombie. So ganz viel Eisen ist hier jetzt nicht. Sei denn, wir gehen ein bisschen tiefer. Aber als erstes hätte ich lieber ein bisschen Kohle. Jawohl, da oben ist Kohle. Das wollen wir doch direkt mal. Ja, wir machen hier eine Werkbank. Oh, ich habe die Werkbank sogar mitgenommen. So schlau war ich sogar. Zack. Und dann habe ich hier schon mal ein bisschen Kohle und ein Eisen zumindest. Ja, ich würde sagen, es läuft doch, Leute. Es läuft doch optimal hier. Nur das mit dem Essen ist halt so eine Sache. Oha, Metallurgie, Leute. Es geht hier richtig ab hier. Der Speedrun ist hier anders am Laufen. Wir sind zwar schon 9 Minuten im Speedrun. Chaos Flow hätte da das Game schon längst durchgespielt.
Aber läuft doch sonst, oder? Boah, voll der schöne Lichtstrahl hier. Alter, da drüben ist noch mehr Eisen. Und da sind zum Glück nicht so viele Zombies. Ja, perfekt, das war ein Eisen. Cool. Und jetzt können wir nicht mehr laufen. Scheiße. Ja, wir müssen wieder an die Oberfläche und irgendwie was zu essen besorgen. Ein paar Sekunden später. Okay, wir sind zumindest schon mal an der Oberfläche. Puh, aber Tiere wären jetzt hier anders, OP. Yo. Okay, Leute, hier ist ein Haus. Und da drüben ist sogar ein Nether-Portal. Das ist der andere Flex, wenn ich jetzt schon ins Nether-Portal komme. Dann wirkt es wirklich so, als würde ich, dass wir speedrunnen würden. So, ich gehe jetzt hier einfach in das Nether-Portal. Vielleicht ist es auch eine Falle. Aber trotzdem, wir checken das hier mal aus. Ja, okay, hier ist der Nether, aber hier hat sich eigentlich nur jemand durchgegraben. Aber zumindest haben wir den Erfolg schon mal. Okay, da drüben ist so ein Kupfergolem einfach gebaut worden. Was ist hier? Oh shit, da ist ein Banner. Paul Berger Dorf Ritterschutz. Oh, hat hier wer was zu essen? Ich würde es auch wieder... Oh, da ist theoretisch eine Farm, aber das ist so... weiß ich nicht. Wem gehört das hier? Erstes Haus des Dorfes. Erbaut 11.11.2023. Hat hier irgendwer was zu essen? Nee, hier ist nur lauter Kupfer drin. Puh, wie böse sind die, wenn ich hier was esse? Ich verhungere sonst. Ich will eigentlich nichts klauen. Aber ich habe so ein bisschen Hunger. Ich hoffe, das ist nicht... Entschuldigung, lieber Mensch, der das hier gebaut hat. Ich will keinen Stress. Ich wollte nur ein paar Karotten. Ansonsten wäre ich verhungert. Oh, geil. Jetzt können wir auch endlich wieder laufen. Jo, und hier ist ein richtiger Tempel. Alter, die Blöcke sind richtig wertvoll, Leute. Weil daraus kann man nämlich wunderschöne Sachen bauen. Aus diesen bemoosten Dingern. Die sind selten, Leute. Aber hier war safe schon jemand drin, ne? Ja. Das ist schon ausgeraubt. Schon lange. Hier drüben ist noch so eine Höhle. Oh, im Dschungel. So ein Baumhaus sich erstmal bauen. Das käme auch gefährlich, Leute. Ich glaube, ich baue mir als ersten Unterschlupf, baue ich mir einfach ein Baumhaus. Wir holen hier jetzt ein bisschen Dschungelholz. Boah, hier gibt es sogar Kakaobohnen, Alter. Kakaobohnen sind auch anders strong. Na, verdammt. Moment, da müssen wir uns kurz hochbauen. Wenn wir Kakaobohnen haben, ist das ja auch eigentlich ganz gut, Leute. Weil ich glaube, Flauschi mag doch Kekse. Daraus kann man doch Kekse backen. Versuchen wir mal hier. Jawohl. Dann können wir uns hier nämlich immer runterbauen. Zack. So. Dann müssen wir uns da nicht hochbauen. Shit. Okay. Sollte ich dabei bedenken, wenn ich sowas mache? Boah, da drüben ist so ein schönes Kirschblütenbaumbiom. Und ein Hühnchen. Oh, ich hätte so gerne Leine, weil ich will ihn nicht töten. Ich will ihn behalten. Oh, das sieht ja richtig schön aus, wenn man das hier entrindet. Kann ich die Dinger hier mitnehmen? Oh ja, die kann ich mitnehmen. Boah, die sehen auch brutal schön aus. So, wir machen hier... Leute, das wird meine Aufgabe hier sein. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Und zwar, ich stehe dafür, dass diese Insel hier wunderschön wird. Hier wird jeder Baum komplett abgeholzt, damit der nicht so hässlich in der Luft rumsteht. Da ist ein Papagei. Jo, da ist ein Papagei. Oh mein Gott. Oh, wie gerne. Ich brauche Seeds dafür ja nur. Moment, ich brauche nur Seeds dafür. Komm schon. Ich brauche ganz viele Seeds. Gönn. Ich will all meine Seeds dafür aufbrauchen, diesen Papagei zu haben. Okay. Wir haben 6 Seeds. Ich hoffe, der will nicht so viel. So, komm. Ey, nicht wegfliegen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, jawoll. Ich habe endlich einen Papagei. Jo, er ist auf meiner Schulter. Jawoll. Jetzt habe ich schon ein Team, Alter. Das macht mich sympathisch, glaube ich. Jetzt wird es aber verdammt dunkel, Leute. Ein bisschen blöd. Eigentlich müsste ich mir ein Bett machen. Aber ich habe bisher noch kein einziges Schaf gesehen. Alter, wie viele Sterne hier sind. Ich glaube, da ist eine Spinne. Da sind richtig viele Spinnen. Oh, da ist ein Haus. Da ist so eine Ritterburg. Vielleicht kann ich da leben. Boah, der Papagei macht solche Zombie-Geräusche nach, ey. Alter, da ist noch ein Portal. Da gehen wir aber lieber nicht rein. Wir haben ja einen Papagei dabei. Jo, aber hier ist ein Bett. Hier kann man pennen, theoretisch. Aber die anderen pennen noch nicht. Will jetzt nicht so aufdringlich sein und die dazu zwingen, ins Bett zu gehen. Patchy, was sagst du dazu? Okay. Boah, ich höre hier eine riesige Farm, glaube ich. Boah, voll das schöne Haus. Und es ist rosa. Kann das sein, dass hier Flauschi drin lebt? Und warum sind hier so viele Schafe? Und wo sind die ganzen Schafe? Also ist auf jeden Fall ein sehr schönes Haus hier. Flauschis Tierfarm. Jawohl, wir sind bei Flauschi. Flauschi hat übertrieben viele Tiere. Und einen Topf. Und, oh,
und ganz viele Sachen. Und scheinbar eine Mobfarm? Nee, das ist keine Mobfarm. Aber ich höre hier ganz viele Mobs. Flauschis Zuckerrohrfarm. Das ist ja sweet. Wo ist mein Papagei? Aua! Aua! Warum habe ich so viel Schaden bekommen? Woher kam das? War das ein Skelett? War das ein ganz normales Skelett? Boah, Flauschi, kann ich mir kurz was holen? Kann ich mir kurz was leihen bei dir? Nee, warte, ich bin Vegetarier. Sonstiges? Oh, Flauschi hat... die hat keine... Oh, Melonen. Oh, kann ich mir vielleicht ein paar Kartoffeln bei dir leihen? Ich will nicht so aufdringlich sein, aber Hunger habe ich. Aber war das wirklich ein richtiges Skelett? Das war ja übel stark. Gut, ich habe jetzt auch keine krasse Rüstung oder so. Aber ich traue mich hier ehrlich gesagt nicht raus. Wo war dieses Skelett? Alter Schwede, du. Okay. Was ist hier oben noch? Da oben ist ein A. Stannis Brücke. Okay. Was ist hier? D. Hä, was hat die für einen Effekt? Oh, shit. Wir sollten abhauen. Oh, shit. Ich hoffe, das war keine Haustierspinne, weil die hatte voll den komischen Effekt. Die hatte so einen blauen Effekt. Boah, nicht, dass ich direkt einen Mob gekillt habe, einen ganz wichtigen. Von Flauschi, danke für dein Geschenk. Könige Wolfi der Erste. Okay, kann ich von hier oben irgendwas sehen? Also, ich kann hier gar nichts sehen. Ich fahre jetzt in keinen Pulverschnee rein. Oh, Mist, wir haben wieder kein Essen, Leute. Aber ein bisschen Kohle zumindest. Jawohl, Eisen, geil. Boah, wir haben so viel Kohle, das ist OP. Ich habe das Gefühl, es hört hier gerade mit der Kohle nicht mehr auf. Ich hole ja fast ein halbes Deck Kohle hier aus dieser Ader raus. Ja, und hier unten ist auch nochmal Eisen. Okay, das war anders krass. Ich habe fast ein halbes Deck Kohle hier rausbekommen. So, jetzt machen wir das zu, nicht, dass hier irgendwer zu Schaden kommt. Da drüben ist noch mehr Kohle. Eisen meine ich natürlich. So, das können wir mitnehmen. Und hier sind ein paar Süßbären. Das ist auch sehr praktisch, weil dann können wir ein paar Süßbären snacken. Die halten zwar nicht so lange, aber Süßbären sind doch, ne? Also besser als gar nichts. Okay, dann würde ich jetzt vorschlagen, gehen wir einfach mal den Berg runter. Also ich glaube, noch mehr Eisen brauchen wir nicht. Kohle meine ich natürlich. Eisen brauchen wir und was. So, wir gehen jetzt einfach hier runter und dann machen wir ein richtig heftiges Never Dig Straight Down. Fichtenbäume sind meine Lieblingsbäume, deswegen, holzen wir lieber mal ab. Weil aus Fichte kann man so schöne Bäume machen. Also so schön. Also man kann aus Fichte alles machen. Fichte ist so nice. Ist hier ein Zombie oder war das mein Papagei? Man kann aus Fichte das machen. Man kann aus Fichte einfach das so lassen. Man kann aus Fichte das hier machen. Ich habe meinen Papagei hier. Oh shit. Meine Axt ist kaputt gegangen. Okay, noch eine Werkbank brauche ich wirklich nicht. Ein bisschen Stein bräuchte ich vielleicht. So, hier haben wir ein bisschen Stein. Wir holen uns noch ein bisschen mehr, weil wir wollen noch ein paar Tools machen und mehrere Öfen. Ja, okay, unsere Spitzhacke ist eh kaputt. So, dann machen wir hier direkt zwei Öfen hin. Dann können wir hier schon mal ein bisschen Eisen hier brennen. So, hier habe ich schon mal 9 Eisen. Patchy, was sagst du? Soll ich eine Brustplatte machen? Oder vielleicht... Ja, ich glaube, ich mache eine Brustplatte. Eine Brustplatte mache ich als erstes. Bam. Und dann mache ich mir schon mal ein Schild. Dann nehme ich das Ganze hier wieder mit. So. Und weiß ich jetzt nicht, ob ich jetzt Never Dig Straight Down machen sollte. Oh, hier hat jemand das Meer gespalten. Sehe ich das richtig? Boah. Hier hat jemand das Meer einfach aufgeteilt. Wer war das denn? Eigentum der Wasserkrieger. Boah, krass. Irgend so ein Frechdachs hier baut hier die Bäume nicht vernünftig ab. Unverschämtheit hier. Die gehören ganz abgeholzt. Okay, Leute. Oh. Boah, ist das tief. Oh mein Gott. Hier sind ganz viele Löcher im Boden. Okay, es geht aber zum Glück noch tiefer nach unten. Ey, hier bauen sich die ganze Zeit irgendwelche Leute. Die machen hier alle Never Dig. Shit, ich brenne. Oh, nee. Oh, boah, ich dachte, ich bin in so ein Loch gefallen. Holy moly. Okay, Leute. Ich werde es hier einfach versuchen. Hier werde ich jetzt solche Dinger hier platzieren. Patchy, pass auf dich auf. Ich mache jetzt hier ein richtig krasses Never Dig Straight Down. Wünscht mir viel Glück. Oh. Perfekt. Das war ja mal ein Ritt. Wir machen das hier einfach neben so einem Baum. Dann haben wir so eine Baumbase. Aber hier sind alle Bäume abgeholzt. Und das auch nur halb. Oh Gott, mein Bilderherz. Hier, dieser Baum ist es. Hier werden wir uns runtergraben. Ich weiß, es ist sehr gefährlich, sich einfach straight runter zu graben. Aber YOLO, Leute. Ich habe eh nicht so viel Stuff.
Wo ist mein Papagei? Okay, jetzt haben wir schon mal ein bisschen mehr Eisen. Zufälligerweise eine Eisenader gefunden. Okay, hier haben wir schon mal Tiefenschiefer. Das heißt, wir müssten... Ah, wir sind auf Höhe 0. Huch, hier ist was. Oh, hier ist was, Leute. Boah! Eine Giga-Höhle! Leider war hier schon jemand. Aber das ist die schönste Höhle meines Lebens. Oh, die ist aber anders hübsch. Hier gibt es Azaleen. Die können wir uns snacken. Die brauchen wir unbedingt für Deko und so. Hier gibt es auf jeden Fall Eisen. Das brauchen wir auch leider. En masse. Da oben ist noch mehr Eisen. Ich hoffe, wir werden nicht von einem Skelett runtergeschubst oder so. Und dann, ich weiß nicht, ob wir das machen sollten. Vielleicht hat sich das hier jemand schön gebaut, aber diese Leuchtbeeren, die kann man ja auch snacken. Wir snacken einfach mal ein paar Leuchtbeeren. Boah, da oben ist noch Eisen. Boah, hier sind über viele Leuchtbeeren. Leider sehe ich hier noch keine Dias. Aber keine Sorge, Leute. Ich kann mich auch einfach mit einfachen Eisen hier erstmal begnügen. Shit, wir dürfen auf keinen Fall mehr Schaden bekommen, Leute. Weil wir haben nicht mehr so viel Leben. Es sei denn, wir bauen... Ups, hoppla. Wir bauen die Leuchtbeeren hier ab. Boah, das sieht hier so schön aus. Shit. Oh, tut mir leid, Patchy. Oh, tut mir leid, ich wollte dir nicht in die Fresse schlagen. Patchy, wo bist du? Patchy, Patchy. Oh, er ist auf meiner Schulter. Ich wollte dich aber nicht hauen, wirklich nicht. Kannst du mir wieder verzeihen oder muss ich die Kekse geben? Hallo? Patchy. Er mag mich nicht mehr. Ich habe ihn einmal gehittet. Oh, tut mir leid, Patchy, Alter. So, wir snacken jetzt ein paar Leuchtbeeren. Okay, und jetzt kriegen wir auch wieder ein bisschen Leben dazu. Oh, da ist ein Creeper. Pass auf, Patchy. Okay, das könnte jetzt ein langwieriger Kampf werden. Patchy? Patchy, lebst du noch? Patchy? Patchy? Oh Gott. Da ist er. Alter Schwede, ey. Creeper sind das Schlimmste für Papageien. Ey! Boah, der hat ja aber eine Reach, Alter. Hä? Oh, da ist noch einer. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Wir gehen mal lieber weg. Wir holen uns kurz ein Schild. Boah, hier ist viel zu gefährlich, Leute. Wir müssen mehr von diesen Leuchtbeeren essen. Aber wir brauchen auch mal eine richtige Essensquelle. Okay, Leute, hier gehen wir nochmal runter und packen hier unsere ganze Kohle rein. Dann können wir hier nämlich uns, glaube ich, voll Eisen schon mal machen. Dafür sollte das reichen. So, dann machen wir uns als erstes mal Schuhe. Eine Hose machen wir uns auch mal. Und dann machen wir uns einen Helm. Dann haben wir schon mal voll Eisen. Und dann machen wir uns schon mal eine Eisenspitzhacke. Für den Fall der Fälle, dass wir mal irgendwie Dias finden. So, dann sollten wir erstmal alles haben. Boah, hier geht es, glaube ich, noch viel tiefer. Aber das ist ein bisschen zu gefährlich für unseren Papagei, hätte ich gesagt. Shit, shit. Oh, oh. Oh, die haben verzauberte Birken, die Skelette. Deswegen sind die so strong. Also hätte ich hier keine Rüstung gehabt, Leute, dann wäre ich hier aber sofort erstmal, ne? Pff, wisst ihr schon, was dann passiert wäre. Digga, Patchy, das war ja anders lost von dir. Nein, das war mein Papagei. Och nö. Och nö. Mein Papagei ist gestorben. Kacke. Alter. Oh oh. Oh, was geht hier ab? Ui, ui. Wow. Junge. Was habe ich hier für einen krassen Fight hier gerade ausgelöst? Och nö, ey. Ich will hier raus aus der Höhle. Wo kam ich hier nochmal raus? Wait. Es war irgendwo hier. Hier kam ich raus. Ja, komm her. Ihr könnt mir eh nichts mehr. Mein Papagei ist gestorben. Und das noch nicht mal einem Zombie oder so. Okay, ein Liter hat er von mir kassiert. Oh, ich hau ab, Leute. Tschüss. Oh Mann, ich komme hier hoch. Und Patchy ist einfach weg. Leute. Also Patchy ist ja die ganze Zeit tot. Also ich wollte eigentlich sagen, dass es Nacht ist. Keine Ahnung, was das gerade eben war. What the heck? Was? War bitte? Oh mein Gott, Leute! Ich habe alles verloren, oder? Scheiße. Oh nein, ich hoffe, ich gehe jetzt in die richtige Richtung, aber ich glaube, ich bin einmal im Kreis gelaufen. Nee, glaube ich, bin ich doch nicht. Och nö. Ich habe gar keine Ahnung, wo ich war.
Wer hat denn hier was gebaut? Das sieht schick aus, ehrlich gesagt. Oh shit. Das sieht ja anders hübsch aus. Ah. Das sind die Paulberger Hills, glaube ich. Oh, kacke. Jetzt muss ich hier an dem Skelett vorbei, Alter. Aua. Boah. Halbes Leben zieht das ab. Das ist anders krank. Okay, wir müssen halt einen Full-Sprint hier mal kurz durchmachen. Wir müssen durch dieses Schneebiom und dann war ich, glaube ich, schon bei dem Dschungelbiom. Und ich wollte mir gerade ein Boot craften, um wegzugehen. Okay, daran erinnere ich mich noch. Da hat irgendwer was... Oh, no. Aufgesplittet. Weg vor dem Skelett. Wir können vielleicht ein bisschen Essen sparen, wenn wir dieses Boot hier nehmen. So. Zack. Weil ich war ja irgendwo am Wasser. Und es stand da irgendwo, dass mein Grabstein aufgestellt worden ist. Das heißt, eventuell steht hier irgendwas rum. Nee, das war ich nicht, glaube ich, oder? Irgendwo hier müsste eine Werkbank sein. Hier. Hier. Oh ja. Das bin ich. Okay, was mache ich jetzt damit? Yo, ich kann meine ganzen Sachen nehmen. Geil. Okay, ich nehme schon mal hier meine ganzen Sachen erstmal raus. Alter, okay. Wir haben all unsere Sachen gesaved. Okay, Leute. Ich habe ja gehört, man darf die Insel, soweit ich weiß, verlassen, um zu erkunden. Und das werde ich auf jeden Fall machen, weil ich glaube, ich werde hier keine Dias mehr finden. Oder keine Schweine, kein Essen, kein gar nichts. Deswegen werde ich jetzt hier einmal mit meinem Boot durch die Gegend schippern, Leute. Und ich hoffe, ich werde da was Geiles finden. Leute, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Die erste Folge von dem Projekt YouTuberInsel auf meinem Kanal. Lasst unbedingt ein Like und ein Abo da, Leute. Und ich würde sagen, haut rein. Tschüssi! Jump.